So, ihr lieben Leute, und es geht richtig weiter mit der neuen Folge von Let's Play Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Mensch, 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 ich wollte eigentlich schon viel früher diese Aufnahme machen hier. Aber nein, ich muss natürlich wieder mal ungefähr zwei Anläufe ja, machen. Und ich habe ungefähr eine Viertelstunde gebraucht, um halt das Haus zu finden, wo man weitermachen musste. Und ja. Typisch der Mario Party Zelda Love Fan. Ja, egal. Typisch ich, ne? Typisch ich, typisch. Das Spiel halt, ne? Ja, ich habe diesen schmalen Gang nicht gesehen, der hier oben ist. Man sieht ihn nicht so gut mehr da. Da oben ist so ein Riss, da ist halt ein Durchgang und da habe ich den nicht gesehen. Und jetzt sind wir hier, wo wir auch hin müssen. Ey, und ich hätte auch mal meine Karte aufmachen können. Ey, ich bin aber auch echt peinlich. Egal. Ich habe jetzt keinen Bock auf diesen Bosskampf, weil ich finde manchmal irgendwie die Bosskämpfe sind auch irgendwie nervig. Ich weiß, das gehört zu Mario Luigi, aber ich finde manchmal irgendwie die ganzen Mario Luigi, ja, Bosskämpfe halt, die halt so zwischendurch da immer so sind. Die halt manchmal auch so zwischendurch halt immer da sind. Die stören mich total. Die sind einfach nur lästig. Das kann ich nicht ertragen. Und das ist dann auch für mich zu langweilig, einfach nur. Ich möchte einfach lieber die alles erkunden und nicht immer nur kämpfen. Also ist zwar besser, weil da hat man mehr Erfahrungspunkte, aber ich bin lieber so der Erkundungsmensch vom Spiel und vom Spaß erkunden. Habe ich auch echt Bock drauf, genau. Habe ich auch echt Bock drauf. Ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Genau. Also, ja, wir machen es echt gut gerade. Ich finde es auf jeden Fall gerade gut, ihr Lieben. Und ja, wir machen es auf jeden Fall gut gerade. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ich mal mehr machen würde, aber ich kann leider nicht gerade. Okay. Wir sind zumindest wieder hier oben. Und jetzt weiß ich ja, was ich beim letzten Mal nicht gesehen habe. Es war peinlich, aber ich weiß ja jetzt, was ich gemacht habe, was ich falsch gemacht habe. Ich habe diesen fucking Durchgang nicht hier gesehen. Diesen Durchgang habe ich nie gesehen, diesen schmalen Durchgang. Und das war halt der Durchgang hier, wo ich halt gerade war, genau. Ja, sorry. Alles klar. Und ich glaube, wir müssen jetzt nach rechts. Da ist, glaube ich, irgendwie ein Versteck, glaube ich. Ich glaube, hier ist der richtige Weg, genau. Hier ist, glaube ich, richtig, ihr Lieben. Ja, also es kam echt kein richtiger Part gerade mal wieder. Ist zwar ärgerlich, aber ich werde es gleich beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen besser machen. Wir schauen mal, ihr Lieben. Wir schauen mal, aber ich glaube, es hat gar nicht mal so gut geklappt. Und es war auch gar nicht so schlecht, ihr Lieben. Ich würde sagen, dass es noch nicht mal so schlecht war, ihr Lieben. Das Video hier gerade. Also das Video ist bis jetzt auf jeden Fall ganz gut. Das vor 2 Tagen, das veröffentlicht hier Mario Luigi Video. Das ist auch ganz gut. Also ist halt sehr langsam. Oh, Entschuldigung. Das ist halt sehr langsam, also es war sehr, sehr kurz und es war sehr langsam, sehr, sehr langsam wurde es halt auch kommentiert, weil ich halt auch keinen Teil hatte. Ich war da richtig im Schulstress. Ich hätte da echt nur noch ein paar Sekunden Zeit, um das Video aufzunehmen. Und jetzt mache ich hier dieses Video einen Tag vor dem Freitag. Ah, okay. Wow. Das war richtig gut gemacht. Hey, wie geil ist das denn? Ich glaube, der Domi hat es, glaube ich, beim vierten Versuch erst geschafft. Wie geil ist das denn, ihr Lieben? Also wir haben gerade auf jeden Fall so eine Bombe gerade irgendwie aktiviert hier und zum Explosieren gebracht. Was ist hier eigentlich drin, ihr Lieben? Was ist hier drin? Oh, ein Sparring. Seo. Seo. Sehr gut. Sehr, sehr zufrieden bin ich auf jeden Fall gerade, ihr Lieben. Ich habe es gerade zum ersten Mal gemacht und ich habe es auch noch getroffen, ihr Lieben. Wie geil ist das denn, ihr Lieben? Wie viel Glück kann man einfach haben? Weiß ich auch nicht, ihr Lieben. Ja, sorry, weil ich gerade das ganze Inventar hier rumgeschmissen habe. Ja, ich bin merkwürdig, ich weiß, ihr Lieben. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Lecker. Also ich gucke auf jeden Fall auch jetzt mehr auf die Karte, dass ich halt auch mehr Spaß haben kann und dass ich halt auch mehr weiß. Nein, ihr Lieben, ich muss mich mal eben waschen, weil ich bin gerade irgendwie echt am Arsch. Also irgendwie ist mein Gesicht gerade voll am Arsch, weil ich mich gar nicht mehr konzentrieren kann. Also ganz kurz mal mit ihr Lieben. Alles Gute, ihr Lieben. Und los geht's, ihr Lieben. Oh Gott. Ja, das ist so ein Scheiß immer ey, bei mir. Zumindest ist es immer so. Ja, also es ist meiner Meinung nach echt lästig. Sorry, so, komm, mach keinen Scheiß hier. Meine Augen können ich richtig sehen manchmal. Also es ist immer abends.
Boah, Gott. Aber es geht schon. Und aufpasst, das finde ich hier irgendwie voll vom Gegner, von der Gegner getroffen werden. Ich wäre ja zufrieden, ich wäre ja echt zufrieden, aber ja, egal. Ich will halt nicht getroffen werden. Komm ich da hin? Ja, da komme ich doch hin, Alter. Aber war ich da schon mal? Kommt mich jetzt auch nicht. Das Spiel verwirrt mich gerade so ein bisschen, oder? Ach, das ist also falsch, alles klar. Ich komme hier gar nicht klar. Ich komme hier gar nicht klar mit diesem verdammt nochmal geilen Labyrinth hier. Also irgendwie komme ich gerade nicht zurecht, aber ist okay. Also, was soll ich jetzt machen? Ich habe halt da gerade nur so eine Ringsache gefunden. Das war es ja auch eigentlich. Das war irgendwie komisch, aber in Ordnung. Ach, hier oder ach ja, ich habe nicht gesehen. Habe ich hier was nicht gesehen? Ist hier irgendwie ein Durchgang? Ich sehe gerade nichts hier. Oder habe ich da nichts? Oh nein, ist da noch ein. Ist da noch irgendwie versteckt? Ich weiß das nicht. Ich komme hier gar nicht hier weiter. Ich komme hier gar nicht weiter, Lieben. Also, wie komme ich da eigentlich jetzt hin? Ach, ich. Ach, da ist auch noch so eine Risswund, wusste ich doch nicht, meine Fresse. Ja, da merkt man, ob ich blind bin. Da merkt man, ob ich einfach nur blind bin, ihr Lieben. Da ist auch so eine Risswand, da müssen wir bestimmt schießen, das ist sowas von klar. Ja, okay, ich habe verkackt. Ja, okay, das ist doch cool gemacht. OMG, ich habe endlich kapiert, ihr Lieben. Sorry. Entschuldigung, ihr Lieben, weil ich immer so mich anstelle, aber ihr kennt ja das Spiel, ich bin blind. Genau, ich spiele hier alles blind. So wie ich es halt mache. Ich spiele halt nicht jedes Spiel blind, aber das Spiel hier spiele ich echt so gut, wie es nur geht, blind. Ich habe gerade halt im Internet nachgeguckt und ja, aber das mit diesen drei Bomben wusste ich gar nicht, ob das drei Bomben. Ja, okay, das ist halt doof. Ich wusste jetzt nicht, ob ich das sofort schießen sollte oder nicht. Ach komm, ich mach nochmal, komm. Passiert nochmal, ihr Lieben, alles gut. Und jetzt würde ich das gerne mal treffen, wenn es geht. Und bei drei, würde ich sagen. Genau, sehr gut. Und wir haben ihn getroffen, sexy. Boah, bin ich gerade glücklich, ihr Lieben. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal hier hin, weil ich glaube, hier ist noch ein. Genau, hier ist noch ein Bosskampf. Oh nein. Warum macht ihr mir sowas? Warum tut ihr mir sowas an? Ich will diesen Bosskampf gar nicht begegnen, okay? Deswegen sofort rausgehen. Wir haben einen Steinpanzer bekommen und noch irgendein anderes Item. Und noch irgendein anderes Item. Und jetzt müssen wir bestimmt geradeaus, wie ich euch kenne. Wie ich euch Schweine kenne. Ja, bestimmt, bestimmt. Okay, jetzt geht's hier weiter, Lieben. Bin ich froh, weil wir endlich weiterkommen sind. Ich dachte schon, wir sind doof und dumm und nee, ich bin aber nicht doof, ihr Lieben. Weil ich bin gerade echt zufrieden, ihr Lieben, dass wir endlich weitergekommen sind. Das muss auch mal so sein. So, wie kriege ich die Bombe denn da rein? Ey, ich bin echt verwirrt, ne? Also, das ist gar nicht so einfaches Spiel. Wie kriege ich diese Bombe? Nein, ich dachte schon, ob ich gleich selber explodiere, aber nee. Ich hätte noch nie mal den Riss gesehen. Oh, meine Fresse, ey. Ist das ein Rückweg oder nicht? Ja, ist ein Rückweg. Oh nein. Kann ich den Weg wieder nehmen, den ich gerade genommen habe? Ach, guck mal. Ach, jetzt weiß ich doch, wo wir waren. Genau. Wir sind nämlich jetzt hier, wo die Bomben waren. Genau. Als der Riss hier war. Genau. Ich weiß noch. Genau. Jetzt haben wir nämlich das hier alles freigeschaltet. Oh, ich bin so glücklich gerade, ihr Lieben, dass hier wieder alles am Start ist. Dass wir endlich mal eine neue Folge hochladen können von Mario und die Abenteuer Bowser. Ich habe zwar letzte Woche ein ganz cooles 26-minütiges Video hochgeladen, aber das war tatsächlich noch voraufgenommen. Vor 4 Wochen oder so habe ich, glaube ich, das aufgenommen. Jetzt insgesamt. Und ich glaube, das hat man gemerkt. Weil ich habe ja gar nichts gesagt, warum es lange nicht gekommen ist. Und jetzt sage ich es nach einer Woche ungefähr länger. Ja, ich habe es nie aufgenommen wegen Problem des Internets. Ach. Also die Musik ist echt beste, ne? Die Musik ist echt schön in diesem Spiel. Ja, ich glaube, ich werde sogar bald auch mal das. Ich werde übrigens bald das nächste Mario Luigi kaufen, auch wenn ich das Spiel nicht hier durch habe, aber ich werde mir tatsächlich den zweiten Teil holen für den Nintendo DS. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf.
Ich glaube, ich werde im August bringen. Ich glaube, nach meinem langen, langen Urlaub werde ich mir auf jeden Fall diesen Teil gönnen, den zweiten Teil von Mario und Luigi. Nämlich Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Da hat man nämlich immer drüber gesprochen. Also für mich hat man halt immer. Da hat man halt immer zu mir gesagt, ja, das Spiel ist echt krass, du musst es unbedingt ausprobieren. Da habe ich mir halt gedacht, komm, wir können es ja mal ausprobieren. Habe ich halt gedacht, ihr Lieben. Ich weiß, ich bin ein bisschen verrückt, aber ich habe mir einfach gedacht, ich möchte mal unbedingt ausprobieren. Und ich habe halt früher gedacht, ob es für den GameCube ist, aber nee, es ist ja für den Nintendo DS. Dann können wir es ja auch machen. Kein Problem. Ich habe ja nur drei Konsolen, wisst ihr ja, für Nintendo, aber ich bin halt kein Konsolensammler, ich bin ein Spielsammler, kann man sagen. Aber kein Konsolensammler. Brüder, so geht das nicht weiter und zwar wörtlich. Genau, ihr Lieben, so ist das richtig, ihr Lieben. Oh, diese Musik ist so gut, ne? Ich liebe sie so sehr, ihr Lieben. Wir brauchen mehr Energie für den Bohrer. Ja, machen wir echt. Okay, der Bohrer läuft jetzt auf voller Kraft, Bruder. Alles klar. So muss das sein, Bruder. Entschuldigung. Warum auch immer ich jetzt gerade Guss habe, ich weiß auch nicht. So muss das sein, Bruder. Ich will hier fertig werden, du Miststück. Wir sind unauf, wir sind unaufhaltsam. Die Besten der Besten. Über ein bisschen Dreck halt uns nicht auf, Bruder. Genau. Ich glaube, es hält uns nicht auf, hier. Hier hält uns gar nichts auf, nichts und gar nichts. Hier hält uns einfach gar nichts aus, weil ich gar nichts hier auf halten will. Und ja, ich will einfach selber nur die Spiel genießen und nicht mehr, nicht weniger. Ich will einfach nur weiter gut durchkommen durch dieses geile Spiel. Hey, was ist denn hier los? Was ist denn immer hier los? Bowser. Oh mein Gott. Bruder, Brüder, kurze Pause. Oh, nein. Ich hoffe, es gibt nichts Schlimmes gerade, ihr Lieben, aber ich glaube, die sind lieb, oder? Wenn nicht, dann bin ich echt ein bisschen verrückt, oder? Ich glaube schon. Boah, schon wieder mit diesen Augen. Boah, ey, ich muss eben mein Gesicht waschen, tut mir leid. Oh, doch so lange hab ich es nicht mehr bekommen. Ich habe schon wieder diese Kamera umgeschmissen, ey. Weil ich meine fette Beine, Muskulur, nicht irgendwie, halt irgendwie betreuen kann. Ich kann irgendwie dieses Muskulöse von meinen Knochen irgendwie nicht richtig bedienen. Ach, egal, komm, ich fress einfach. Das kann nicht mein Ernst sein, aber ich muss es noch lernen. Ich bin noch ein 15-Jähriger. Ich bin noch unter 18, also ich kann es noch lernen, ihr Lieben. Ich will sagen, los geht's. Also das mit dem Geheimtunnel läuft wie am Schnurchen. Geheimtunnel? Welcher Geheimtunnel? Oh, ich meine, König Bowser, ihr wolltet doch einen Tunnel zum Blitzpalast. Das Tunnelprojekt. Ihr habt es Projekt B genannt. Und ihr habt uns die Maulwurf. Ja, und oh Gott, ey. Und ihr habt die Monty Maulwurf-Brüder mit dem Bau beauftragt. Genau, habe ich. Oder habe ich es nicht? Ja, irgendwas war da. Oder war es wieder dieser Krankfit, dieser uns verarscht hat? Vielleicht hat er uns auch verarscht, dieser doofe Krankfried, ey. Vielleicht bezeichnen die vier Monty Maulwurfs auch den Krankfried als Bowser, kann man auch sagen. Ach, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf oder so sagen soll. Ich kann sagen, dass das so ein bisschen irgendwie klingt, dass die von Krankheit sprechen, aber ich glaube, das wird so nicht sein. Das wird schon so sein, ihr Lieben. Also alles in Ordnung. Ach, ich sehe nicht, dass hier etwas gebaut wird. Ihr bewegt euch kein Stück voran. Genau so ist es bei you. Ihr Faulpelze. Tut mir leid, Brüder. Alles gut. Wir sind fast schon in Tortort, aber. Bruder, das gestern. Junge, ich höre auf, jetzt mal zu gehen, ey. Ich muss aufhören zu gehen. Ich mach doch hier frische Wind rein. Ich möchte nicht hier mich vermieren. Dankeschön. Bruder, das gestern hier ist echt hart. Da kommt nichts durch. Warte mal, hier geht es auch nach Tauton. Ich glaube schon. Ja, Bruder, einfach hier geradeaus weiter. Gut, dann los, grab mir meinen Tunnel. Oh, Dankeschön. Aber Bruder, das Gestein ist so hart, so hart.
so hart wie ein Stein. Weil Steine sind ja auch hart, Steine, ne? So richtige Steine, guck mal hier, so Fliesen, ne? So Fliesen, so richtig steinharte Steine, die kann man nicht durchbohren. Oder auch so wie halt eine Bohrmaschine, ist auch richtig hart. Da kann man nichts durchbohren. Nicht zu fassen, nicht zu fassen. Ihr seid vielleicht Schergen. Dann mache ich's selber. Ja, mach's einfach selber. Mach, wie du möchtest. Oh, du bist dir da sicher, Bruder? Ich glaube nicht, ob ich mir selber sicher bin, aber ich kann ja gar nichts hier bedienen, weil ich vom Border selber bedient werde und nicht ich. Leider nicht. Au! Ah, zur Abwechslung mal Ruhestand als Lösungszusatz, Ansatz. Aha, jetzt müssen wir wieder nach unten hingehen, okay? Machen wir. Wenn du möchtest, machen wir das. Und jetzt müssen wir wieder diese Kamera nach unten machen. Ja gut, dann ganz kurz Moment, ich muss die Kamera wieder nach unten machen. Meine Fresse, mache ich ja. So, und jetzt geht's weiter, ihr Lieben, Leute. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich habe extra gekastet, dass wir es extra weitermachen können, ihr Lieben. Was geht los? So. Boah. Also ich habe echt Bock auf das Spiel, aber ich bin irgendwie gerade so verschlafen irgendwie. Was? So ein Fick, ist das für eine geile Sicht. Richtig krass, die gefällt mir echt gut hier. Das sah so ein bisschen aus wie ein 3D-Sicht, aber ist doch auch so gut. Eine echt krasse Sicht auf jeden Fall. Wir müssen Mausers Muskeln reißen, um noch mehr Kraft aus ihnen herauszukitzeln. Also du meinst, dass wir sie positiv reizen sollen. Okay, machen wir. Alles klar. Wir reißen ihn so, wie wir es können. Springen allein reicht nicht ganz aus. Drückt mal der Lando euren Knopf, um mal aufzustampfen. Aber warum hart? Ich will es doch weich machen. Ich will es doch weich und sorgsam machen, weil ich will nicht, wir halt nicht so viel Stress haben mit Bowser, weil sonst krieg ich Ärger. Gut, dann machen wir es halt hart. Meine Fresse. Dann machen wir es halt hart. Dann nicht wundern, wenn dann der Bowser sich beschwert und sagt, boah, habt ihr Alter, habt ihr euch richtig bei euch zu Hause warm gemacht. Die haben mich dann bestimmt auch selber ausgelacht, aber trotzdem. Ich glaube, der Bowser wird sagen, Junge, warum macht ihr euch einfach so hart? Ihr sollt euch einfach mal ein bisschen kontrollieren, okay? Und nicht so viel kochen. Nicht so viel steinharte Pilze kochen und so viel hartes kochen. Wie halt eine Krokette, die halt hart ist, die halt auch nicht richtig durchgebacken ist. Das ist halt so ein bisschen hart für ihn auch. Also, ich glaube, er möchte beide Dinge an den Muskeln haben, nicht harte Dinge. Harte hat man bei so einem. Bei so einem Knochen am Muskellur. Bei so einer Muskellur am Knochen. Ach, ich kann es auch nicht erklären, ihr Lieben. Ach, egal, komm. Mit dem richtigen Timing werden eure Sprünge höher und die Reise stärker. Also versucht euren Knopf immer zur richtigen Zeit zu drücken. Machen wir. Ja, ich habe halt manchmal ein paar Anfangsschwierigkeiten. Aber ist ja auch erst mein zweites Mario Luigi Tori. Sorry. Und das kann sein, dass das halt das erste Mario Luigi ist, dass ich halt mal durchgespielt habe, weil ich habe ja Fairbanks im Rosalie abgebrochen, weil es halt sehr schwer war. Aber egal. Oder es ist ja erstmal was ganz anderes, ne? Nicht immer nur dieses Seelenhammer schlagen, auch mal was anderes jetzt. Schön. Das gefällt mir echt gut, ihr Lieben. Jetzt, wenn es geht, Konzentration. Oh nein, das ist aber gemein. Aber es war cool. Wow. Brüder! Alter, wie krass war das einfach gerade, ihr Lieben? Bruder. Bruder, was war das? Er hat die Bohrer Patrick aktiviert. Der hält ungefähr 1 Minute und 3 Sekunden aus. Wenn sie leer ist, müssen wir zurück und eine neue holen. Okay, alles klar, machen wir. Die sind echt teuer, Bruder. 15 Münzen pro Stück. Oh, ja. Erdbeer das Geld, ihr Lieben. Die aus, als würde Bowser die Sachen in die Hand nehmen. Ich hoffe, wir machen es auch richtig. Das ist ja keine 50 Münzen bezahlen mit die Schweine. Ja, was soll ich machen jetzt? Okay, ich glaube, ich muss ich eben mal cutten. Ist gut hier? Also, hallo, ja, wie man hier sieht, bin ich echt am Pennen gerade. Ich schlafe mich was ein, weil ich meine müden Augen nicht mehr aufbauen kann, weil ich irgendwie bin kaputt einfach heute. So, da oben seht ihr ja so ein Mario und
Pausezeichen. Aber wir müssen ja nach unten. Ich würde sagen, die Kamera werde ich jetzt erstmal nach unten halten. Also ich werde jetzt auf jeden Fall diese Kamera nach unten stellen. Auf den Touchscreen. So, los geht's. Weil da kann man, glaube ich, auch gut sehen, dass man hier richtige gute Trampolinen, Strumpfattacke macht. Hungerattacke macht. Nicht Strumpf, sondern Stumpf. Strumpf. Ach, ich kann nicht aussprechen. Wir machen hier richtige Tarnvertagen oder auch richtige Sprungattacken. Ja, egal. Aber wie gesagt, wir müssen uns auch echt konzentrieren hier, Lieben, wie man sieht, genau. Man muss sich nämlich echt konzentrieren, sonst haben wir auch gleich Ärger, Lieben. Okay. Alles klar. Alles klar, cool. Und die Bohrmaschine hier oben, die tut halt besser noch denn je. Weil wenn wir uns halt jetzt gleich beeilen, dann können wir es noch schaffen, aber nur wenn wir uns gleich beeilen, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber wir sehen mal, ihr Lieben, wir sehen mal. Okay. Ist alles gut. Ich glaube, ich schaffe es nicht mehr, weil ich halt das gar nicht verstanden habe am Anfang, aber egal. Wir machen halt von vorne. Oder? Ja. Ja, wir haben verkackt. Aber ist ja egal. Ja, ist okay. Diese blöde Batterie. Ja, ist egal. Wir machen es nochmal, ihr Lieben. Ich hoffe, die Maulwürfe sind wir nicht so dauernd nicht gleich. Ich hoffe, die Maulwürfe sind wir nicht so dauernd, weil ich gleich hier 50 Sekunden verschwendet habe. Ich hoffe, es bleibt in dieser Dauer erleben. Aber wie süß das denn gemacht? Oh mein Gott. Alter, wie geil ist das gemacht einfach. Wie geil ist das bitte schön gemacht. Da ist einfach Maulwurf drin. Und das bewegt sich, guck mal da. Ist ja echt krass gemacht. Das ist echt ein gutes Easter Egg. Ein cooles Easter Egg. Dass der Maulwurf da sich so bewegt. Das ist echt ein Gasteil. Geil, geil, geil. Hallo, hallo, hallo. Und ihr wolltet also, wenn ich. Ihr wollt also jetzt, dass ich mich hier 50 Münzen bezahle, was? Ich bezahle ja, nur macht schnell. Also, ich muss es also für 50 Münzen bezahlen. Diese elende Schwein, ach egal. Ja gut, dann machen wir es halt. Hä, hey, Bruder, da, da. Klingt wie ein Stromstrolleneinbruch. Ich hoffe, Bowser's Tunnel ist nicht eingestürzt. Oh nein. Was ist los? Komplett eingestürzt. Bruder, alles wird zu. Immer no Pech. Gut, ich muss dort. Ach egal, machen wir, komm. Jetzt mache ich es aber besser, weil ich halt auch was kenne. Ich weiß ja zumindest, wie es alles geht hier. Ich wusste es halt am Anfang gar nicht. Zumindest beim ersten Versuch wusste ich es gar nicht. Und jetzt beim zweiten Versuch, glaube ich, kann ich besser. Ich glaube, ich muss noch nicht cutten, deswegen. Komm. Ich denke mal, wir machen das schon so und ich glaube. Wir brauchen hier oben die Cutten, weil ich ja auch jetzt weiß ungefähr, wie es geht. Und gerade machen wir auch tatsächlich ganz gut, ihr Lieben. Ja. Bin sehr zufrieden auf jeden Fall gerade, ihr Lieben. So ist cool auf jeden Fall. So ist das richtig krass. Sorry, es war mein falscher Knopf. Aber es passiert mal. Aber es passiert mal. Das war der falsche Knopf auf jeden Fall, ihr Lieben. Und jetzt treffen wir wieder. Cool. Aber es ist gar nicht so einfach, weil wir haben jetzt gerade schon eine Minute ungefähr gerade hier verschwendet. Also wir haben jetzt gerade noch 3 Sekunden über noch. Und das kann gar nicht mal so einfach werden. Alles klar. Und jetzt vielleicht noch ganz schnell beeilen. Beeil ich jetzt. Komm, beeil ich jetzt. Beeil ich jetzt, komm, ich schaffe es jetzt. Nein. Schade. Ach komm, das war doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, ist gar nicht so einfach. Okay, ich würde sagen, wir machen hier alles von vorne, nochmal von vorne. Von vorne, schneller, 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 schneller. Ich muss diesen Fall nochmal machen. Okay, dann kann ich mal eben lieben. Eben cutten, alles gut. Oder einfach die Ergebnisse akzeptieren. Machen wir, komm, ich bin eigentlich ein bisschen doof, aber ich kann ja die Scheiße akzeptieren. Ich weiß, ich habe
Ich weiß, ich hätte einfach gerade dieses Spiel nochmal machen können, aber ich habe es gerade tatsächlich abgebrochen. Ich hoffe, ich habe nicht dauerhaft leben, aber ich glaube nicht. Geht alles klar, ihr Lieben. Boah, hab's wohl echt etwas übertrieben. Da hast du auf jeden Fall recht, lieber Bowser, du hast es echt überraschend übertrieben, aber du hast es ja auch aus Spaß gemacht. Ja, ich weiß, ich hätte das jetzt nochmal machen können mit diesem Spiel, aber ich habe es einfach unterbrochen und ich habe auch einfach jetzt abgebrochen, weil ich will ja jetzt nicht zu viel Zeit verschwenden. Ich weiß, ich hätte das machen können als Vollständigkeit, aber wenn mir das Spiel so gerne das halt auch einfacher macht, dann kann ich ja auch machen. Ich weiß, ich übertreibe manchmal mit meinen. Ich mach's nicht, aber es ist halt manchmal so. Ich bin halt ein schwächerer Junge. Ich bin halt auch ein schwächerer Junge. So, das ist hallo. Tod Town. Oder wie das heißt. Wir sind gerade in einer Gefängnisvilla. Okay. Gut. Der Rest werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal machen. Aber. Oh nein. Ich glaube, wir können gar nicht beim nächsten Mal machen, weil wir müssen uns erstmal irgendwo einen Speicher suchen. Einen Speicherblock finden, weil wir. Können ja gar nicht automatisch speichern, wie man hier in diesem Spiel das gemacht hat. Egal. Kein Zutritt, kein Zutritt. Raus hier. Kein Zutritt, kein Zutritt. Raus hier. Was soll der Lärm? Was soll der Lärm? Kein Zutritt, kein Zutritt. Raus hier. Kein Zutritt, kein Zutritt. Raus hier. Aber ich will aber hier rein, bitte. Oh nein. Wie? Warum macht ihr sowas? Das ist doch nicht euer Ernst. Warum macht ihr sowas? Ihr doofen, dreckigen Schlampen, ey, ihr doofen Scheiß, Kranfries, Assis. Ey, alles nochmal dir. Ich glaube, er kann uns noch nicht mehr hören. Ich glaube, er ist bewusstlos geworden, weil wir nicht gehört haben. Also, ich konnte mich ja nicht bewegen, sorry. Also, eigentlich ist der Bowser schuld, weil er sich nicht bewegt hat und nicht gehört hat. Ja, egal. Wir sollen uns mal umschauen. Genau, wir gucken uns mal im obersten oder irgendwo einfach mal um. Tolle Neuigkeiten. Ja, ich weiß. Dankeschön. Brauche ich gerade nicht. Ich will einfach nur wissen, warum der Bowser gerade irgendwie gestürzt ist. Das will ich halt wissen. Mehr will ich gar nicht wissen. Kann ich irgendwo hochkommen? Kann ich irgendwo hinkommen? Die Musik ist ja echt gut. Die Musik gefällt mir echt gut in diesem Spiel, weil die auch einfach krass ist. Okay. Also hier komme ich nicht hoch. Schade. Ich würde so gerne irgendwo speichern. Dass ich nicht das machen sollte, weil ich glaube, ich kann das noch nicht mehr schaffen, weil ich glaube, ich will unbedingt erstmal speichern. Den Rest mache ich dann beim nächsten Mal einfach, ihr Lieben. Also kann man hier irgendwo speichern oder nicht? Ach, guck mal, die Fresse. Oder kann ich hier speichern? Das wäre echt krass. Ja, ich glaube, ich. Oder auch nicht. Oder doch. Mit einem Hammer vielleicht? Ja, geht leider nicht. Ach, schade. Mensch, 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 immer habe ich Pech. Entschuldigung. Ja, also ich kann echt nicht sagen, warum es nicht geht, aber es geht halt leider nicht, ihr Lieben. Hallo, hör auf mich zu verarschen gerade. Ist doch gar nicht so schlimm, ist alles gut, ihr Lieben, okay? Ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung, ja? So. Ach Gott. Ist manchmal halt, ist halt manchmal auch bei mir so. Ich will aber jetzt irgendwo speichern, ich will nicht mehr weitermachen, Mensch, habe ich gesagt. Aber man zwingt mich wohl, oder was? Warum darf man nicht zwischendurch mal speichern hier irgendwo? Vielleicht darf ich ja hier speichern. Das wäre ja einigermaßen nett. Ich weiß, ich mache hier einen Scheiß, aber ich will irgendwo speichern auf jeden Fall. Und speichern, bevor ich halt. Diesen Spiel weitermachen beim nächsten Mal. Das wäre wirklich nett, aber ich glaube nicht. Nee, nee. Und natürlich muss man so einen Scheiß machen, ne? Mein Gott, kann man mal speichern hier? Man kann ihn nicht speichern, ne? War ja klar. Ach komm, die Fresse. Ich bin echt gerade verwirrt, ne, ihr Lieben. Oh, ich bin aber auch so dumm. Vielleicht schaffst du es jetzt endlich mal, dass sie so kriegen. Ja, Gott. Ja, endlich. Und jetzt hier, wo geht's weiter?
Ja, wo geht's weiter? Ach, komm mal die Fresse. Dann werde ich halt das ganz komplette Spiel immer von vorne spielen.